Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fetzig. Wir spielen heute wieder eine Runde Luigi's Mansion 3 und wir sind hier unterwegs zur Strandbar. Gucken wir mal, was es gibt im 12. Stock. Kann man mal machen, eine Strandbar in den 12. Stock pflanzen? Puh, gute Frage. Warum man das macht? Das sieht ja nett aus hier, ne? Gucken wir mal, was uns hier erwartet. Hier, da kann man nichts machen. Hier auch nicht. Ein paar Münzen mitnehmen. Ja, hier ist ein Schiff, ne? Okay, was wird der? Luigi, solange dir dieses Schiff den Zugang zur Tür versperrt, gibt es kein Weiterkommen. Was hat dieses Schiff überhaupt hier zu suchen? Egal, du musst ohnehin dringend zum Labor zurückkommen. Es ist nämlich etwas Schlimmes passiert. Was genau erzähle ich dann? Also, auf zum Labor! Beeil dich! Okay, das ging über dieses Plus-Menü hier, ne? Da konnten wir einfach zum Labor. Okay, machen wir das doch so. Scheint wichtig zu sein. Ah, Luigi, ich habe dich schon erwartet. Es sieht so aus, als hätten wir einen der Toads erneut auf der Vermisstenliste. Also, das ist das Schlimmste, das ich erwähnt hatte. Es ist nämlich so, dass ich vorhatte, deinen Schreckwegtum weiter zu modifizieren. Ich wollte ihn massiv verstärken. Dazu benötige ich ein Material, das sich vermutlich im Hotel findet. Somit schickte ich den Toad auf die Suche. Allerdings, nun ja, sieh dir das hier mal an, Luigi. Eine Aufnahme der Kamera, die ich dem Toad gegeben hatte. Oh, ich weiß, wo der ist. B2, Freunde. Ah, in dem Raum? Okay, da war ich auch schon mal. Okay. Ich weiß, wo der ist. Easy peasy. Auf dem Film ist deutlich zu sehen, dass der Toad von einem Geist angegriffen wurde. Luigi, du hast dasselbe gesehen wie ich auch. Das sollte dir doch helfen, den Toad aufzufinden. Das Wichtigste aber ist, dass du mir dieses Verstärkermaterial besorgst. Das ist absolut essentiell. Meine großartige Erfindung steht auf dem Spiel. Du bist dir über die ungeheure Bedeutung der Aufgabe doch wohl bewusst, oder? Hehehe. Also los, Luigi. Okay. Ja dann. Hotel erforschen. Ab zum Fahrstuhl zurück, würde ich sagen. Wenn der Rocky Bee hier fleißig Asphalt 9 spielt. Ich sehe alles, Freunde. So, B2. Wir sind immer noch nicht da.
Okay, zwei Geister, die hauen aber ab. Ah, das ist ein Wärmer. Okay, weiter geht's. Hier und jetzt? Das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Hallo, kann ich meine anderen verziehen? Was? Sie wirft mich hier runter. Okay, wie kommen wir jetzt hier lang? Ist das eine richtige Frage? So kommen wir. Der ist hier durchgekommen. Und jetzt die Frage, wo ich lande jeweils. Oh, ist der ist ja da drin offensichtlich. Hier gibt es noch ein Ding. Hier geht dann wahrscheinlich hier nach unten. Ne, hier geht es hier zurück. Hä? Wo waren die anderen jetzt? Ich habe doch gerade noch eine gesehen. Ah, die geht jetzt runter? Ah, ich hab noch eine andere Idee. Ja, passt doch.
fühlt sich da noch nicht ganz wohl. Wie kriege ich den jetzt da raus, ist die Frage. Ah, du hast den Tod gefunden. Gut gemacht. Danke, dass du jetzt das Verstärkermaterial zu suchen. Es war ja im Film zu sehen, weißt du noch? Viel Glück. Oh. Wollte das nicht? Die Frage ist jetzt natürlich, wo ist der? Sieh mal, Luigi. Das ist das Material, was ich besorgen sollte. Da oben hätte ich es nicht vermutet. Okay. Idee. Wo ist denn das Teil hin? War nicht mal so ein Teil? Ist der Strom aus, oder was? Der Ventilator ist weg, der vorher war, ne? Hier ist noch so eine Schaltfläche. Dann kriege ich den Ventilator, glaube ich, wieder. Ja. Okay, wir brauchen mich quasi drauf. Eigentlich kann ich schon weiter. Ja, egal. Zack. Und jetzt? Ich habe eine Idee. Weil das Ding im Weg war, glaube ich. Perfekto. Oho. Hervorragend, das ist genau das Material, das ich benötige. Gut gemacht. Dann mal auf zum Labor, Luigi, damit wir deinen Schreckwechsel verstärken können. Okay. Die Tür wird blockiert, oder was? Verflixt! Der Weg vor dir ist blockiert, Luigi! Du musst dich nach Alternativen umsehen! Sieh dir am besten die Karte an! Wahrscheinlich hier die Treppe hoch, oder nicht? Die Leiter. Weiß ich sogar ohne Karte anzugucken, Freunde. Hier lang oder wo lang? Ich bin noch am Überlegen, ob das wirklich Sinn macht, hier lang zu gehen. Wahrscheinlich keinen Sinn gemacht, wenn man mal so ehrlich ist. Kann man den Aufzug mal wechseln?
nichts geparkt. Gehen wir nochmal zurück. Da sieht es nämlich auch noch eine Tür aus, habe ich gesagt. Gar nicht lang. Ich guck mal nochmal. Vielleicht? Hallo? Achso, man muss jetzt warten, bis der auch dabei ist. So. Oh, yes. Alter, wie viel Geld wir schon haben. Aber ja, wo ist er denn? Wird er sich noch ein bisschen in den Wänden hier verstecken? Okay. Nein, nein, nein.
Ich dachte, hier geht's lang. Schade. Aber sieht nicht so aus. Da wollte ich mich ein bisschen natzen. Jetzt erinnere ich mich. Hier entlang, Luigi. Der Weg sollte zum Ausgang führen. Okay. Jetzt ist mein Gamepad runtergefallen. Alter. Ich muss mir die echt mal festmachen oder so. Wo ist das hingefallen? Ah ja. Man sieht es nicht, weil unter meinem Schreibtisch ist komplett dunkel. Und ich habe das schwarze Gamepad drin. Deswegen. Puh, das sieht man einfach gar nicht. So, hier entlang hat Toad gesagt. Ja, wir freuen uns noch ein bisschen. Geht schon. Luigi, eine Tür. Moment, da ist sogar kein Dreher, mit dem man sie öffnen könnte. An der Tür fehlt doch irgendwas, Luigi. Da muss man wohl ein Teil besorgen. Okay. Vielleicht könnte dir Toad helfen, danach zu suchen. Stimmt, könnte der mir helfen. Da oben liegt's nämlich. Ich muss ihn nur richtig feuern. Ja, ich weiß es doch. Ich weiß doch sogar was. Ja, geht doch. Perfekt. So.
Wo sind wir? Sehe jetzt auch erstmal keinen Ausgang, ehrlich gesagt. Ein Ausgang war da drüben. Das ist ja wahrscheinlich nicht der Ausgang, oder? Hier kommen wir ja her. Hier ist so eine... Die Wand hier, die sieht nicht koscher aus. Ach, falsch rum. Mein Gamepad, was mache ich denn? Perfekto, kann man fast sagen. Luigi, ich weiß, das ist ein bisschen eklig, aber da musst du jetzt durch, also komm in die Gänge. Dann bin ich doch da, oder? Perfekto! Wo ist Toad jetzt hin? So, jetzt aber. Oh, yeah. Zum Labor erstmal, oder was?
Dann müssen wir Totem bringen. Mindestens mal. Wie lange der braucht, ne? Warum ist hier so gruselige Musik? Komm, hier! Und geh mir nicht auf den Sack fallen. Oh, yeah, yeah. So. Uja, uja, ma. Hey, hey, ui. Gib mir das Material. Oho. Nur die Bigagi. Muss ich mich bestimmt wieder umdrehen, oder? Worauf wartest du denn? Und gib mir den Schreck weg, du auch gleich. Na los doch! Ja. Oh. Ich trink mal einen Schluck. Hehehe, darf ich um etwas Begeisterung bitten? Meine Modifikationen des Schreckwegflu sind abgeschlossen. Nice! Ja! Mit Hilfe der Supersaugkraft kann die Effizienz des Geräts jetzt erheblich gesteigert werden. Also steht diese Funktion nur zur Verfügung, wenn das Gerät an eine Spezialsteckdose angeschlossen ist. Ein klitzekleiner Nachteil. Du wirst sicher auf einige der Spezialsteckdosen im Hotel stoßen. Wenn du eine findest, probier mal aus, wie gewaltig die Supersaugkraft ist. Apropos, hattest du nicht erwähnt, dass dir ein Schiff den Zugang zur Strandbar versperrt hat, Luigi? In Anbetracht von Supersaugkraft wäre es sicher nicht mehr ganz so unüberwindbar. Geh dorthin zurück und suche nach einer Spezialsteckdose. Okay. Dann gehen wir dahin schnell mal zurück. Denn das war ja eigentlich... Ja, ich will nicht sagen, das war das Level für heute, aber das war das Level für heute. Na, nicht irgendwie andere Level hier? In die 12. Etage müssen wir jetzt. Bin mal gespannt, wann wir mal wieder jemanden befreien. Sind die alle am Ende erst da? Wahrscheinlich erst alle Toads, dann Peach und dann Mario noch oder so ähnlich. So. Hier haben wir das Schiff. Ist irgendwo. Hier ist eine super Steckdose. Okay, cool. Hallo.
Cool. Das Level-Design gefällt mir. Oh, der macht sogar schon auf. Das ist ja nett. So, muss man hier die Glocke ziehen oder was? Okay. Ja dann. Hereinspaziert oder was? Oh, da ist ein Toad. Habe ich gesagt zuerst die Toads? Als hätte ich irgendwie keine Ahnung. Eier? Hi! Oh, und dann die 13 als Auge. Okay, das war schon mal nicht so gut. Das war dafür gut. Wow, war das schon dreimal? Wie kann ich den besiegen? Vielleicht jetzt. Am Blitzen habe ich das schon probiert, als er im Boden steckt. Oh, komm, bleib doch wieder im Boden stecken. Nein, hat sich noch nicht probiert. Okay. Okay, du musst es dreimal schon noch machen. Alles. Hä? Warum nimmt ihr das nicht? Ah! Ist doch nicht mich!
Die Kiste soll zu schlucken, Junge. Geht doch. Nach Verbesser daneben, sagt man so schön. Jawoll, schluck du Luder. Na komm. Okay, ein letztes Mal. Oh! Halt! Oh lol, gut, dass ich das gemacht habe. Okay, gut, dass ich dran gedacht habe. Was? Nicht getroffen? Schon wieder getroffen, nice. Okay, wo ist der Hai jetzt? Da oben. Kommt der runter? Ja, der kommt runter, stimmt. Der boostet sich ein bisschen aus und dann ist er da. Was? Der hat eine neue Attacke. Wie kann man dir ausweichen? Diesen Bodenstrampler bestimmt oder so. Einmal einsaugen bitte. Nice. Jetzt die wichtigste Frage, wie kriegen wir Toad noch darunter? Wo war ein Toad? Ah, da oben, okay. Ah, nee, der Hund ist da. Ah, der lässt eine Leiter runter. So kriegen wir Toad da weg. Würde ich sagen. Bin jetzt kein Experte, aber so sieht das aus. Hey.
Der gelbe Tod. Gut gemacht, Luigi. Du hast den dritten Tod gerettet. Auch dieser Tod sollte am besten bei mir im Labor abwarten, bis sich die Sicherheitslage im Hotel verbessert. Also bring ihn zum Aufzug, Luigi. Okay, dann gehen wir doch mal zum Aufzug. Tod bleibt ganz entspannt oben stehen und springt jetzt hinterher wahrscheinlich, ne? Ja. Auch die Musik wieder sehr nice auf jeden Fall. Das kann Nintendo immer. Musik und all so ein Krempel. Das kann Nintendo super immer. Da hat man eigentlich nie was zu meckern. Wo man ab und zu was zu meckern hat, ist am Gameplay bei manchen Spielen. Bei dem Spiel jetzt ein bisschen an der Steuerung. Aber sonst ist es, gefällt mir das sehr gut, muss ich sagen. Und auch die Steuerung, da kann man ja nicht drüber hinwegsehen, aber man kann damit umgehen, sagen wir es so. Bye, bye. Tschaui. Oh, die ist gar nicht glücklich wahrscheinlich. Oh, König Buu. Der ist auch gar nicht glücklich. König Buu, es hat eine kleine Panne gegeben. Aber die Situation ist unter Kontrolle. Wirklich, wir werden Luigi schon bald gefangen haben. Ich bräuchte allerdings etwas mehr Zeit. Oh, Mario und Peach sind da oben. Wen hat er jetzt mitgenommen? Beide? Die Toads sind jetzt allesamt gerettet. Fehlen nur noch Prinzessin Peach und Mario. Wohin sind die wohl gebracht worden? Du wirst es herausfinden. Wir sind dem Ziel ein gutes Stück näher, Luigi. Okay, bye-bye. Freunde, auch ich sage jetzt bye-bye. Wir sehen uns dann in Etage 13 morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Und jetzt sage ich bis morgen. Haut da rein. Ciao. Kakao mit V.